So, an der Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an das Bard College. Ja, danke, dass ihr hier diesen wichtigen Platz auf der Bühne eingenommen habt. Danke, dass viele von euch einfach auch den Platz vor der Bühne eingenommen haben und damit Solidarität zeigen zu all dem, was hier gerade auch gesagt wurde. Wir machen ein bisschen weiter in dem Programm. Wir haben gerade ganz viel darüber gehört, was eigentlich ja, Sarahs Geschichte ist. Das heißt, wie sie hier angekommen ist, was ihre eigene Fluchtgeschichte ist, wie sie sich in Berlin dann auch gefunden hat und auch ja, Studentin von dem Bard College geworden ist. Die nächste Person, die hier sprechen wird, kann uns ein bisschen was darüber sagen, wie es Sarah jetzt geht. Ich darf Katina Schubert hier auf der Bühne begrüßen. Sie selber ist nach Athen gereist, hat Sarah da im Gefängnis besucht, hat mit ihr gesprochen und ist jetzt hier, um ein bisschen darüber zu erzählen, wie es ihr dort geht. Und genau, herzlich willkommen erstmal hier auf der Bühne. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich war vor, jetzt schon wieder über 4 Wochen her, sowieso auf einer Delegationsreise in Griechenland und habe mich dann über die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Deutsche Botschaft darum bemüht, dass ich Sarah Madini im Knast besuchen darf. Und da ich auch flüchtlingspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus bin, wurde mir das als Landtagsabgeordneter auch ermöglicht. Auch weil ich begründen konnte, Sarah ist Berlinerin, sie ist Bürgerin von Berlin und wir haben ein ganz großes Interesse daran, uns nicht nur um die Bürgerinnen und Bürger Berlins zu kümmern, sondern dass sie auch in Freiheit, Frieden hier leben können. Und in dem Zusammenhang übermittle ich euch auch die solidarischen Grüße von Sören Benn, dem Bürgermeister von Pankow, wo das Bard College liegt, wo Sarah wohnt. Er setzt sich genauso ein wie ich und viele, viele andere, wie ihr alle, dass es möglichst schnell geht, dass Sarah, Nassos und Sean wieder rauskommen. Ich durfte also Sarah im Knast besuchen und wir konnten eine halbe Stunde miteinander sprechen. Natürlich war eine Scheibe zwischen uns. Wir konnten nur über Telefon miteinander reden, aber wir konnten sprechen. Und ich muss euch sagen, wir kannten uns vorher nicht. Ich habe selten eine Frau getroffen, die so powerful ist, die, obwohl sie da schon 3 Wochen im Knast saß, so tief überzeugt ist davon, dass sie nichts Falsches getan hat, dass sie Flüchtlinge rettet und dass es notwendig ist, Flüchtlinge zu retten, dass sie sich nichts hat zu Schulden kommen lassen und dass sie jeden Tag das Gleiche wieder tun wird. Und dass all die Vorwürfe, die gegen sie erhoben wurden, dass nichts dran ist. Im Gegenteil, zum Teil war sie ja noch nicht mal in Griechenland, als die Taten geschehen sein sollen, die ihr vorgeworfen werden. Und wir haben auch diese Delegationsreise genutzt, um mit verschiedenen Personen der griechischen Regierung und unserer Partnerpartei Syriza in Kontakt zu treten und sie ihnen ehrlich gesagt richtig auf die Nerven zu gehen. Wir haben mit dem Migrationsminister gesprochen, mit dem Generalsekretär der Syriza, mit dem Wirtschaftsminister, mit verschiedenen anderen und jedes Mal kam immer das gleiche Thema. Kümmert euch. Ja, die griechische Justiz ist unabhängig. Da kann auch keine Regierungspartei und keine Regierung dazwischenfunken und sagen, macht mal. Ist auch richtig, dass die Justiz unabhängig ist. Aber wenn die wissen, dass der internationale Druck groß ist und dass sie sich gekümmert wird um Sarah, um Sean und um Nassos, dass sie nicht alleine sind, dass sie überall jetzt in Europa und in Boston Demonstrationen stattfinden und Aktionen stattfinden, dann ist es auch für die griechische Justiz nicht so einfach, dieses Verfahren so weit zu verzögern. Es ist auch wichtig, dass auch die deutsche Botschaft weiß, dass wir gucken, was sie tun, dass ihr guckt, was sie tun, dass sie weiterhin ihrer Verpflichtung nachkommen, sich um die Gefangenen zu kümmern, sich auch um Sarah zu kümmern, als syrischer Flüchtling, wo die deutsche Botschaft Schutzverpflichtungen hat. Wie gesagt, Sarah war sehr powerful, jetzt ist es schon wieder 6 Wochen her und ich hoffe, dass sie sich ihre Power erhält. Ich verspreche euch, dass wir weiter den griechischen Behörden und unserer griechischen Partei auf die Nerven gehen werden, dass auch Sören Benn ihnen weiter auf die Nerven geht. Wir arbeiten da eng zusammen, unsere Bundestagsfraktion und die Grünen und die SPD, die sind da alle dran, dass wir das hinkriegen, dass sie zu Weihnachten wieder zu Hause ist oder wenigstens, also jedenfalls hoffentlich. Das können wir nur gemeinsam hoffen und danke, dass ihr alle da seid. Vielen Dank.